Leute, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder da seid auf meinem Channel. Schön, dass ihr das Video gefunden habt. Und ihr seht schon, heute mal kein Star Citizen, heute mal kein DayZ. Heute gibt's Escape from Tarkov. Wir werden heute noch nicht spielen, ich schaue mir heute mal ein bisschen im Menü um. Ich bin absoluter Neuling auf dem Game, ja. Also bitte nagelt mich nicht an die Wand, wenn das ein oder andere Video, was demnächst von diesem Game folgt, nicht so actionreich ist, wie es vielleicht auf anderen YouTube-Kanälen seht. Ich fange das Game erst an. Ich bin über jeden Tipp dankbar. Also natürlich könnt ihr jederzeit Tipps schon mal unter das Video reinnageln, wenn es erfahrene Hasen von Escape from Tarkov gibt da draußen. Entschuldigung, das heißt fast Mikrofon umgeschmissen. Okay, das ist also zumindest mal der Startbildschirm. Ich habe mir die, ja, die kleine Edition gekauft, habe dann letztendlich mit Steuern und so weiter um die 45 oder 47 Euro bezahlt. Ich habe das Game schon ewig lang auf mein Radar. Ich habe so immer wieder aus den Augen verloren und auch ein Gespräch von mit einem User gestern auf dem Discord, auf meinem Discord-Server. Hat mir das dann so ziemlich schön schmackhaft gemacht, weil das Game einfach genau den Generen entspricht, die mir so gefallen. Bisschen schleichen, tarnen, also nicht einfach laufen, durch die Gegend laufen und rumballern, das taugt mir gar nicht mehr mittlerweile. Also mir sowas wie Counter-Strike ist mit Sicherheit ein Game mit seiner Berechtigung, aber ich weiß nicht, mir langweilt es einfach auf Dauer, bloß rumlaufen und ballern. Aber das bei dem schaut schon ganz anders aus, da muss man wirklich taktisch vorgehen. Und es ist teilweise ja wirklich sehr spannungsgeladen. Ich schaue mir ja regelmäßig in den Game auch schon Videos immer an. Das ist schon seit langer Zeit. Aber jetzt habe ich mir beschlossen, jetzt werde ich mich mal richtig mit dem Game beschäftigen. In das Ganze einsteigen und dann eben auch für euch hier Videos machen auf meinem Channel. Weil es doch einfach ein Game ist, was es wert ist, damit man es einfach streamt. Das ist hier das Startbildschirm. So schaut es aus. Ich habe noch gar nichts gemacht. Überhaupt gar nichts habe ich gemacht. Ja, außer, warte mal, an der Grafik habe ich schon ein bisschen umeinander geschraubt. Das habe ich also alles komplett voll aufgedreht auf Maximum, wie ihr seht. Das wird aber dann, glaube ich, erst beim nächsten Neustart dann fruchten. Das können wir schon mal speichern. Das ist die Beta-Version, ganz klar. Dieses Game ist natürlich eine Beta-Version. Ich bin es ja gewohnt, Beta-Versionen zu zocken, ob das jetzt DayZ ist oder Star Citizen. Da warte ich übrigens auf die 3.9. Deswegen gibt es momentan kein Video, weil es nervt mir natürlich auch ein bisschen, dass so immer noch nichts da ist von der 3.9. Ich hätte eigentlich diese letzte Woche, also die Woche jetzt, wo zu Ende geht, schon damit gerechnet, dass was kommt. Ich meine, vielleicht ist ja die 3.9 heraus, wenn ihr das Video seht. Das müsste jetzt Sonntag früh sein, ja. Vielleicht ist er dann schon heraus, kann natürlich sein. Ich glaube es aber nicht so recht. Aber das ist egal. Also jetzt auch zusätzlich noch auf meinem Kanal Escape from Tarkov. Und dann schauen wir mal, wie das Game so ist. Ich schaue jetzt mal mit euch bloß einmal kurz ins Menü rein. Und dann werden wir beim nächsten Video erst zocken. Weil das ist ziemlich umfangreich, das Game, haben wir sagen lassen. Wie gesagt, die erfahrenen Spieler kennen ja jederzeit und das Video mir Tipps geben. Charakter, kriegt man schon mal einer. Also ein ziemlich geiles, großes Inventar von der Grafik her. Natürlich bedeutend besser wie DayZ. Man sieht hier sehr viele Reiter, Gesundheit, linker Arm, also da sieht man, können auch ebenfalls sämtliche Körperteile verletzt werden. Das erinnert mich dann schon wieder fast ein bisschen an Star Citizen, obwohl es bei Star Citizen vom verletzungsmäßigen Management auch nicht so sauber aufgegliedert ist wie hier. Also es ist nicht so, man muss über das Game, kann man einfach, glaube ich, man kann schon einfach beginnen zum Zocken, aber ich glaube, hier muss man es ein bisschen einarbeiten, weil es ist fast schon ein bisschen, also wird man schon fast ein bisschen überrumpelt mit den Einstellungen, die wo man hier machen kann. Karte haben wir natürlich logischerweise keine Aufgaben auch nicht, weil wir noch gar nichts angenommen haben. Mir gefällt ja schon das Menü, mir gefällt das Menü mit die Grafik und alles. Macht jetzt schon Spaß, obwohl ich noch nicht einmal einen Meter gerannt bin, beziehungsweise gezockt habe. Charakterspielzeit 9 Stunden 12 Minuten online. Ja gut, das kann jetzt irgendwie nicht stimmen, weil wahrscheinlich lese ich das auch falsch. Ausrüstung, Gesundheit. Ja, zudem werde ich mir jetzt auch nochmal sauber einarbeiten zu den ganzen Sachen hier, weil das ist ja doch ziemlich umfangreich ist. Und dann werden wir beim nächsten Video mal reingehen ins Game, werden wir mal die erste Runde zocken. Ich weiß nicht, wie lange das ich überlebe. Ich weiß nur, dass es eine große Karte gibt, wo man durch muss, beziehungsweise einen gewissen Ausgang muss. Und dann eben gehindert wird von anderen Spielern und sehr intelligenten NPCs. Also NPCs wisst ihr, also künstliche Intelligenz. Hier haben wir einen Unterschlupf. Das ist dann wahrscheinlich mein eigener Unterschlupf, den wo man dann je nach Finanz ausbauen kann. Hier haben wir kurz die erste Hilfestation eine. Wie fern haben wir dann da reingekommen, ob er damit seinen Charakter da auch reingekommen, weiß ich noch gar nicht. Oder optisch nur so zur Anschauung dient. Bauanforderung, bauen, also ich habe noch keine Kohle nicht. Deswegen nehme ich an, kann ich noch gar nichts machen. Das wird dann erst kommen beim nächsten Video, wenn wir gelootet haben, wenn wir überhaupt was erwischen. Ja. Unterschlupf, Handeln, Charakter. Da waren wir gerade schon drin. Escape von Tarkov. Okay, da kommen wir dann, bereite dich auf deine Flucht vor, wähle deinen Charakter. Ich habe jetzt, eigentlich habe ich den da ins Kaff, oder? Nee. Haupt,
Charakter, genau, das ist er, oder? Passt. Und zurück. Ja, wie gesagt, das war jetzt bloß einmal eine ganz kleine Ankündigung, dass es auch dieses Game in Zukunft auf meinem Channel kommt. Er ist jetzt momentan einmal noch in der Angezockt-Reihe. Aber ich kann mir schon vorstellen, was ich jetzt so auf YouTube und so weiter gesehen habe, dass es mir das Game gefällt, weil wie gesagt, ich zocke nur Games, die wir da wirklich selber taugen. Da haben wir schon mal Handbuch, das werden wir dann noch einmal in Ruhe durchlesen, durchgehen und werden wir dann auch ein paar Videos schauen, wie wir mit ein paar Leute unterhalten, die über das Game ebenfalls schon zocken. Wie gesagt, das war es jetzt einmal zu dieser kleinen Ankündigung. Das Game wird es auch auf meinem Kanal in Zukunft geben. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Bleibt vor allen Dingen gesund. Wenn euch das Video gefallen hat, obwohl es heute nicht so umfangreich war, könnt ihr es immer nur abonnieren. Gebt es mal Like nach oben oder nach unten, je nachdem, ob es euch taugt oder nicht. Und ja, konstruktive Kritik ist natürlich immer gern gewünscht und gesehen, aber bitte, dass mir angefallen, ihr könnt es jetzt nicht bei den nächsten Videos erwarten, dass ich hier da durchlaufe und den riesen Lot mache, weil ich glaube, das Spiel ist schon ziemlich anspruchsvoll. Ja, ich würde das nicht gleich so actionreich ausfallen wie bei irgendwelchen anderen Leuten, die wohl natürlich schon ewig lang zocken. Okay Leute, würde ich euch nicht länger auf die Folter spannen, wir sehen uns dann beim nächsten Video, beim ersten Game, beim ersten Mal durchlaufen hier vom Game Escape from Tarkov. Ich wünsche euch was, ciao, macht es gut, bis zum nächsten Mal.